Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Im letzten Part haben wir in den Doppelmoppeldünen noch einige weitere Bohnen gefunden, die ich übrigens auch mal wieder kurz noch verteilen will. Und außerdem habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich jetzt doch meinen Plan ein bisschen über den Haufen werfe. Ich wollte jetzt eigentlich noch zurück in die Ebenbildebene und zum Zwielichtforst und auch da noch vergessene Bohnen und so weiter nachholen. Das werde ich jetzt doch nicht machen, weil uns ja noch eine weitere, also mindestens eine weitere Fähigkeit fehlt, aber eine auf jeden Fall noch, denn da rechts unten ist auf jeden Fall noch Platz auf dem Touchscreen für irgendwas und ich denke mal, das ist vielleicht ein Papierflieger oder irgendwie sowas in der Art, wo wir größere Schluchten überwinden können. Deswegen macht es, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir jetzt erstmal mit der Story weitermachen und danach erst das ganze Zeug nachholen. Wir haben im letzten Part auch eine neue Paar-Attacke gelernt, nämlich Kanonenkugel stoßen oder irgendwie sowas heißt sie, glaube ich. Und der Papiergummer hat sich uns jetzt übrigens auch angeschlossen, so mehr oder weniger, der ist einfach mal bei uns dabei in der Tasche. Das war der, der uns auch schon das mit den Kampfkarten erklärt hat. Und der ist mitgekommen, weil er uns den, na komm, weil er uns den Weg zeigen wollte. Und ich bin was ist das jetzt? Und ich bin gespannt, ob der dann noch irgendwie Ärger machen wird oder ob man dem wirklich vertrauen kann. Werden wir schon noch sehen. Erstmal dürfen die Pokés jetzt angreifen. Arm. Okay, sehr schön, ja, den Angriff kennen wir ja schon. Und zack, okay. Na, eigentlich ist es sehr einfach, der Angriff, den abzuwehren. Wie gesagt, es kann auch sein bei dem Angriff, dass sie nicht auf Mario oder Luigi direkt zielen, sondern ein bisschen zu weit wegstehen. Und dann fällt ihr Kopf ab und den muss ich dann nochmal extra treffen. Das kann da also auch auf jeden Fall passieren. Deswegen gut aufpassen. Ich werde erstmal, glaube ich, keine meiner Sachen hier einsetzen, mir die erstmal aufheben. Also meine ganzen Kampfkarten. Ich benutze stattdessen einfach ein Bombenderby, würde ich sagen. Weil das immer noch einmal meiner Lieblingspaar-Attacken überhaupt ist. Wenn ich sogar meine Lieblingspaar-Attacke sowieso, weil ich, das ist zwar nicht die stärkste, aber sie trifft halt alle Gegner, das mag ich grundsätzlich, sie trifft wirklich alle Gegner, egal ob fliegend oder stachelt oder sonst irgendwas, und sie ist sehr schnell und macht sogar Outschaden bei einigen Gegnern noch, und der Schaden ist jetzt auch schon nicht zu verachten, also, doch, Bomben-Derby ist schon echt eine ziemlich coole Attacke, finde ich. So, und erstmal will ich hier noch, bevor wir dann weitergehen werden zu den Trippeltropen eben da nach unten, will ich erstmal noch alle möglichen Gegner hier noch killen. Ach du Kacke, okay. Ja, zum Glück habe ich mir das ganze Zeug aufgehoben. So, Erfahrungspunkte, aber sowas von her damit. So, wie kann ich es jetzt schaffen, dass ich alle mit einem Schlag besiege? Das wäre natürlich richtig episch. Also die Spikes haben ja, ich glaube, so 100 KP ungefähr. Oder ich glaube sogar ein bisschen weniger eigentlich. Ich meine an sich, ich glaube ein Trio Tornado gegen alle würde eigentlich ausreichen sogar, habe ich das Gefühl. Warte mal, ich mach jetzt mal einen, einfach einen Hammerangriff auf den Poki, weil das macht dem ja keinen Schaden. Ich will einfach nur ein paar Sternpunkte bekommen, weil ich will noch das Erfahrungsteil haben. So, reicht das aus? Sehr schön, perfekt. So, reicht ein Trio-Tornado gegen, ich glaube schon. Das ist ja das Tolle am Trio-Tornado, dass der halt allen gleich viel Schaden macht. Und ich glaube, wenn ich den Exzellent hinbekomme, müsste der allen schon 100 Schaden ungefähr machen, das reicht dann normalerweise aus gegen die, deswegen ich benutze das Ding hier. Also ich glaube die Spikes dürften schon sterben, der Poki wird es vielleicht überleben, weil ich glaube der Poki hat ein bisschen mehr Leben, habe ich das Gefühl, als die Spikes. Ich glaube die Spikes dürften aber abkratzen, deswegen ich glaube das ist schon eine gute Idee. Und Trio Tornado, ich hoffe ich kriege ihn noch hin. Also wenn wir das jetzt schaffen, dann kriegen wir jetzt unendlich viele Erfahrungspunkte. Da kriegen wir jetzt dann wahrscheinlich sogar 1000 oder so für diesen einen Kampf hier. Das wäre natürlich schon heftig, aber schauen wir mal. So, ich muss natürlich hinkriegen, ist klar. Also Exzellenz ist Pflicht und auch alle Papierdinger zu erwischen ist auch Pflicht, natürlich. Aber es sollte machbar sein. Ich habe ja schon hier in der Kampfarena ein bisschen Übung. Deswegen soll es schon hinhauen. Oder beim Attackathon meine ich, nicht in der Kampfarena. Okay. Dann wieder Ring. Und der letzte, der ist aber schnell. Das war knapp, ich habe ihn fast nicht erwischt, aber es passt. Und damit. Okay. Gut. Super. Exzellent. Ja, toller Treffer, sogar auch noch am Ende nochmal extra Schaden. Und das dürfte ausreichen für alle, glaube ich. Bam! Ihr habt alles pulverisiert und ich glaube, die dürften noch alle sterben. Oder? Ja, alle über 100. Wow, das ist so ein cooler Angriff. Das ist der mit Abstand beste bisher von allen unseren Angriffen. Heftig und... Oh, erhöht die Anzahl von Paymiles Kopien auf ihr Maximum. Eine Glitzerkarte. Die haben wir ja auch schon in normal gesehen im Laden. Die habe ich nicht gekauft, aber die gibt es im Laden. Ich glaube, die kostet da 5 oder 6 Sternpunkte. Also deutlich billiger ist das hier. Sehr cool. So, und wir kriegen 984, fast 1000 Erfahrungspunkte für so einen normalen Kampf, wo ich einmal mit Mario einfach nur einen Hammer gemacht habe, der ins Leere ging, nur um Sternpunkte aufzuladen und dann ein Trio-Tornado reicht einfach für alle Gegner aus. Also wie gesagt, Trio-Tornado ist bisher mit Abstand die beste Attacke, weil egal wie viele Gegner wir vor uns haben, jeder nimmt einfach über 100 Schaden und das reicht gegen die Standardgegner alle aus, die sterben da sofort und das ist einfach nur absolut super, wirklich, richtig heftig. So, hier sind noch weitere Blöcke. Ultrapilz und, also drei Ultrapilz sogar und 100 Münzen. Auf jeden Fall nehme ich die gerne mit. Aber waren wir hier noch nie? Scheiße.
Waren wir hier noch nie in dem Raum? Hier waren wir doch auch schon mal, oder? Ah, hier waren wir noch. Stimmt, hier waren wir noch gar nie auf der Seite, tatsächlich. Ja, stimmt. Das grenzt ja direkt an die Trippeltropen, deswegen ich dachte jetzt, da wären wir auf jeden Fall schon gewesen. Aber hier waren wir tatsächlich noch gar nicht, das stimmt ja. Weil wir sind ja zu den Trippeltropen ganz anders gekommen, weil wir wurden ja festgenommen und wurden dann ja automatisch in die Katakomben gebracht und von da aus sind wir dann in die Trippeltropen gegangen. Also wir haben ja überhaupt erst ein Papierboot uns bauen müssen, um wieder zurückzukommen. Deswegen den eigentlichen Weg zu den Trippeltropen, also den normalen, sag ich mal, den sind wir ja noch gar nie gelaufen. Das geht jetzt auf Paper Mario, genau. Das auf Luigi, ja genau. Na, verdammt. Ich habe mir rechtzeitig reagieren können. Ja, okay, aber ich habe den Angriff schon verstanden. Wie gesagt, wenn es gerade ist, das Ding, du machst mal Poki, den unteren. Wenn es gerade ist, also sich halt nicht wirklich in eine Richtung dreht, der überlebt das sogar auch, was? Hä, ich habe den aber jetzt schon total viel Schaden gemacht. Keine Ahnung. So, das ist Mario. Zack. Das ist Luigi. Genau. Und das ist wieder Mario. Also wie gesagt, im Uhrzeigersinn Mario, gegen den Uhrzeigersinn Luigi. Und wenn es sich nicht wirklich dreht, dann ist es Paper Mario. Genau. Warum hat es eigentlich der untere überlebt? Der untere hat doch jetzt schon 140 Schaden oder sowas genommen, oder? Hä? Ach nee, ich habe gerade eben... Hä, habe ich gerade eben den oberen an... Hä, ich bin jetzt total verwirrt. Ach, keiner. Ich war glaube ich, verwirrt wieder. Ich habe keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, der stirbt jetzt auch. Ich habe offenbar gerade eben den oberen angegriffen. Ich dachte, den unteren hätte ich gerade eben angegriffen. Mit Mario schon. Naja, ist ja völlig egal. So, okay. Auf jeden Fall... was ist hier oben noch? Ist ja noch irgendwas? Ne, da komme ich auch her. Ja, ich bin wieder etwas verwirrt, merkt das schon. Aber ist leider so. So, hier... Da ist... Es kommen hier Cheep-Cheeps vielleicht wieder raus oder so? Ja gut, in der Wüste... Aber ich meine, da ist ja Wasser, deswegen... Aber ne, es kommen hier keine. Da ist aber auf der rechten Seite eine Röhre. Zu der ich gerne hinwollen würde. Oder es ist einfach nur eine Ab... Warte mal, werden die auf der Karte mir angezeigt? Okay, werden sie, ja. Ich will aber trotzdem kurz reingehen, weil ich nämlich wissen will, was wir jetzt schon wieder für neue... Abkürzungsröhren überall haben, weil auf dem Spiegelbildberg dürften jetzt bestimmt auch einige rumstehen. Also ich glaube, die Abkürzungsröhren tauchen erst dann auf, in einem Gebiet, wenn ich da schon war, von der Story her, und da schon ein bisschen was angestellt habe, würde ich jetzt mal vermuten. Hier sind auch noch Gegner und ein paar andere Sachen. Erstmal kill ich den Spike. Let's go! So. Oh, ja. Das ist jetzt wieder ein bisschen doof. Aber warte mal, ich habe auch dem... Habe ich gerade dem Poki Out-Schaden gemacht durch einen Sprung? Das ist auch sehr... Oder war das ich? Das war der Poki, ja. Das ist auch sehr interessant. Na gut. Und ich habe jetzt nichts mehr. An Sternpunkten oder an tollen Karten. Ich will die übrigens umdrehen, fällt mir gerade auf. Deswegen kriege ich keine neuen mehr. ich benutze jetzt trotzdem nochmal den Trio-Tornado, weil der ist wunderbar, um hier alle vier Gegner zu killen. Ich meine, wir haben jetzt auch schon alle Angriffe von denen gesehen. Also ihr wisst ja, wenn ich zum ersten Mal gegen einen Gegner kämpfe oder auch halt in Bosskämpfen, da benutze ich eher selten meine ganzen paar Attacken. Aber wenn ich halt gegen Gegner schon häufig gekämpft habe und wir schon alle Angriffe von denen kennen, dann schade es ja nicht, die paar Attacken zum Nutzen, weil dafür sind die ja da, um sich das ein bisschen einfacher zu machen, dass die gar nicht jetzt erstmal zum Angriff überhaupt mehr kommen. Das ist natürlich schon ganz cool auf jeden Fall. So. Und diesmal sind wir jetzt auch die Körperteile vom Poki einzeln hier am Rumschwirren. Das ist auch interessant, weil das war vorhin nicht so. Nein, scheiße, es war vorhin nicht so, weil ich nämlich da die Körperteile von dem schon selber weggeschlagen habe. Jetzt überleben die es vielleicht sogar, glaube ich. Ja, das, ich glaube, die überleben das jetzt, ja. Die überleben sogar alle. Okay. Also ich muss schon exzellent schaffen. Das war jetzt sehr blöd von mir. Ah ne, okay, einer ist doch gestorben. Ja, okay. Dann wird Mario den Rest erledigen. Mit, ich meine, Bombendoppel würde locker ausreichen. Aber ich will noch ein bisschen rumexperimentieren mit dem Ding hier, weil ich das immer noch nicht ganz verstanden habe, wie das jetzt funktioniert. Also ich muss offenbar... für ein Exzellent so eine Art Sturzflug machen. Wenn ich aber das mache... Nein! Oh Gott. Wenn ich das aber mache, dann kann ich irgendwie kein Erdbeben auslösen. Also keine Schockwelle oder so. Das ist komisch. So. Ah, jetzt habe ich doch eine ausgelöst. Aber war es nicht vorhin so... Oder war es vorhin? War es nicht im vorherigen Part so, dass ich das auch geschafft habe, aber keine Schockwelle da kam? Also ich habe auch einen Gegner von oben so schön erwischt. Und zwar auch ein Exzellent. Aber es kam keine Schockwelle oder habe ich mich da einfach nur getäuscht? Ich habe keine Ahnung. Das hätte ich mir vielleicht nochmal anschauen sollen, dann, nachdem ich den Part aufgenommen habe. Habe ich aber vergessen. Oder halt einfach nicht gemacht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es wahrscheinlich doch so, dass einfach immer eine Schockwelle kommt und ich habe mich einfach nur verguckt beim letzten Mal. Kann schon sein, keine Ahnung. Ich weiß nicht sicher. Auf jeden Fall, ich sollte schon dann einen Sturzflug machen auf den Gegner, den ich hauptsächlich treffen will. Okay. So. Ich will aber erst noch hier gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Das ist nämlich noch ein Block, ja. Also uns fehlen ja noch einige Blöcke auch hier, aber das ist gut, weil dass wir hier noch einige finden. An diesem Ort hier in den Doppelmoppeldünen. So, was haben wir jetzt alles schon für Warp-Röhren freigelegt? Also hier sind schon mal zwei mindestens in den Doppelmoppeldünen. Ja, aber das sind auch alle, echt? Was? Im Zwielichtforst und auf dem Spiegelbildberg ist gar... Und auch in den Trippeltropen ist gar nichts? Was? Wieso das denn?
Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Warum haben wir da noch gar keine... Ich habe noch nicht ganz verstanden, nach welchem Prinzip die freigelegt werden. Ja gut, vielleicht muss ich... Ich meine, es kann natürlich sein, dass ich zuerst durch eine durchgehen muss, um sie zu aktivieren. Ja. Aber wir haben weder auf dem Spiegelberg noch im Zwielichtforst eine gefunden. Außer ich war ultra blind und habe die alle übersehen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also, das ist seltsam irgendwie, muss ich sagen. Und da ist noch ein Sandsauger. Was will denn der da? Sandsauger sind ziemlich schwache Gegner mittlerweile für uns. Witzigerweise. Aber erstmal noch hier Poki. Und zwar diesmal nur zwei. Hier werde ich also nichts benutzen, aber ich habe gerade eh nichts Sinnvolles. Ich drehe mal übrigens dich um. Und auch, ja, Krabi brauche ich auch nicht. Den Rest lasse ich erstmal vielleicht. So. Da müssen wir aber jetzt normale Angriffe, weil die kriegen wir auch so klein. So, Hammerangriff mit Paper Mario. Um gleich beide Körperteile von denen wegzuschlagen. Also, oder von beiden ihre Körperteile wegzuschlagen. So. Und das ist ein, ja, der Angriff wieder. Ah, ne, halt der Angriff, ja. Zack. Ach, der... Okay. Okay, ich war, okay, das habe ich jetzt auch schon erstmal bemerkt. Ich weiß bei dem Angriff auch noch gar nicht, wen er angreifen wird. Also ob er Mario oder Luigi angreifen wird. Ich dachte, das würde irgendwie feststehen durch den Kreis, der da angezeigt wird. Aber ich muss auch noch darauf achten, in welche Richtung er fällt. Aber das ist ja auch nicht schwierig zu erkennen. Oh Gott. Okay, ja, das war jetzt aber... Okay, man muss schon schnell reagieren. Aber er ist da jetzt auch ein bisschen näher zu Mario hingelaufen. Deswegen kann man sich schon denken, dass er ihn angreifen wird. So, dich packe ich mal weg. Die anderen beiden behalte ich mal schnell. So. Luigi macht die Körperteile weg, das ist auch ganz gut, weil Luigi ist ja unser Schwächster. Deswegen, wenn er nur die Körperteile wegmacht, dann ist es ganz gut. So, und Paper Mario haut ordentlich drauf. Mit 8 Hammerangriffen. Bam! Und 68 Schaden, das reicht auch aus. Sehr schön. Okay, und Mario hat schon fast wieder ein Level up. Sehr gut. Aber es dauert noch ein bisschen, bis wir den nächsten Rang wieder haben. Also, da freue ich mich aber dann schon wieder drauf, weil Rangaufstiege sind natürlich immer was sehr Cooles. So, und bam. Warum schaffe ich das eigentlich nie? Warum fehlt mir das... Immer ein Ding bleibt da übrig. Das ist so blöd. Wirklich. So, ich will mal kurz testen, ob der sogar auch durch den... Ich glaube, der stimmt nicht durch den ersten Angriff. Ich will aber trotzdem mal kurz testen. Warum ist eigentlich Mario gerade so hochgesprungen? Habt ihr das gesehen? Das sah sehr komisch aus. Und was mir gerade auffällt, diese Sandsauger sind eine der ganz, ganz wenigen Gegner, die durch einen ersten Angriff mir Schaden machen können. Weil im Prinzip, ich mach mal... Ich drehe mal dich um. Weil im Prinzip alle anderen Gegner können ja mit ihrem Angriff auf der Overworld mir keinen Schaden im Kampf machen, sondern mich umwerfen, wenn sie mich halt von hinten erwischen oder so. Aber die können mir doch alle quasi keinen Schaden machen. Oh, Barthandschuhe. Alle quasi keinen Schaden machen, außer jetzt der Sandsauger, oder? Das ist sehr interessant auf jeden Fall, finde ich. Ich will, glaube ich, sogar dich auch schnell umdrehen mal, ja. Wenn ich jetzt noch das Erfahrungsding gleich bekomme, dann werde ich mir dann mal aufheben, falls ich wieder ganz, ganz viele Gegner in einem Kampf haben sollte. So, und bam. Damit können wir einige Kopien weghauen auf jeden Fall. Das hat ziemlich viel Schaden gemacht. So, zack. Und zack. Ja, 173 macht das. Einem einzigen 260 mit einem tollen Treffer. Wow. Die tun mir ja fast ein bisschen leid. So, auch dich drehen wir um. So. Dann Luigi wird auf jeden Fall dich hier in Rage versetzen und dann kann ich das auf den anderen noch kicken. Und dann wird er auch schon sterben. Bam. Okay. So, wie viele Erfahrungspunkte geben denn die noch eigentlich? 50, ja. Das ist eigentlich sogar noch ganz okay, aber ich meine, die sterben halt auch durch den Erstangriff nicht, deswegen, da muss man schon ein bisschen was noch tun dafür. Ich meine, wir haben ja auch schon gegen die Stachis gekämpft im letzten Part oder so und das mal getestet. Und die sind ja schon durch den Erstangriff sofort gestorben. Aber die gaben halt auch nur, ich glaube, 18 Erfahrungspunkte oder so. Also, ne, die Gegner werden schon jetzt sehr viel einfacher, die alten natürlich, aber die neuen bleiben natürlich dafür stark. Und es passiert hier was. Oh, die Brücke, oder? Ja, doch nicht. Oh je, bekommen wir es etwa schon wieder mit einem Kartonkoloss zu tun? Ich glaube eher nicht, wer ist das, oder was? Oh nein, das ist was anderes. Leider kann ich nicht behaupten, dass es besser wäre. Kommt ein Boss? Ach du. Das sind die Grobiane, die uns in den Kerker geschleppt haben. Football Chucks. Bosskampf. Okay, das kam jetzt... Oh mein Gott. Das kam jetzt sehr überraschend. Was zum... Nein, ich... Boah, wie schnell kommen denn die angerannt? Ja, natürlich... Aber die machen sich gegenseitig Schaden, wenn die gegeneinander laufen. Das ist auch sehr witzig. Und die verlieren auch ihre Helme teilweise. Okay. Suddenly Bosskampf. Gegen, ja, Football Chuck. Oder wie heißen sie denn hier? Football Chuck. Ja, genau. Okay. Ja, gut, dass ich mir meine Erfahrungsdinger aufgehoben habe. Das benutze ich jetzt gleich mal so lange noch alle. Ich weiß nicht, ob ich die alle einzeln killen muss. Oder ob die quasi eine Gesamt-KP haben. Und ich dann alle auf einmal nur killen kann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist ein Bosskampf, ein sehr überraschender Bosskampf, wie gesagt. Und das heißt für mich natürlich nichts anderes als erstmal Geisterkeks und ihre Attacken schön studieren. So, dann macht mal, ich bin schon gespannt, was sie noch so alles drauf haben. Ein Hammerangriff. Was zum... Hä, was? Ach so. Und dann Paper Mario.
dann mal. Ne, oder? Ne, Luigi war der letzte auch. Ja, genau, war ja unten. Okay, das ist ein Angriff, wo ich mir ein bisschen was merken muss. Na gut. Und der wieder. Ja, okay. Ja, aber es geht eigentlich alles. Ich kann sogar auch noch. Ich kann auch noch auf sie draufspringen und ihnen dann nochmal mehr Schaden machen. Das ist cool. Und sie können eben auch ihre Helme verlieren. Woran liegt das? Wenn sie einfach genügend Schaden nehmen? Also, ich meine, das ist natürlich. Schon auch in den meisten Mario-Spielen, oder in allen Mario-Spielen, so wie die vorkam, dass man ihre Helme. Ja, gut, nee, in Mario World war es nicht so, dass man ihre Helme abnehmen kann. Das ist sehr interessant auf jeden Fall, das Ganze schon wieder. Ich kann die alle einzeln angreifen, ja. Ich glaube, dass hier in diesem Bosskampf ein Trio-Tornado absolut übermächtig ist, weil das ist genau das, was ich gesagt habe. Wenn man viele Gegner vor sich hat, dann ist der Trio-Tornado die mit so unendlich viel Abstand beste Attacke, weil Trio-Squash, da teilt sich halt der Schaden auf diese 12 Chucks auf und Trio-Tornado macht allen gleich viel, also alle nehmen da über 100 Schaden oder so. Ich muss wahrscheinlich zweimal einen Trio-Tornado machen und wir haben schon gewonnen ungefähr. Deswegen werde ich den aber nicht machen, weil der viel zu stark ist. Den werde ich dann vielleicht am Ende einsetzen, wenn ich noch meine Erfahrungskarte einsetze, die hier, um noch mehr abzugreifen. Aber sehen wir schon noch. Ich lasse sie auf jeden Fall erstmal. So. Ich mach mal einen Hammer. Ein Hammerangriff ist, glaube ich, auch witzig. Weil ich kann gar nicht alle treffen. Wie sieht denn das jetzt eigentlich aus? Okay, der verteilt sich einfach zufällig auf die. Und ich mache bestimmt von denen Schaden. Ah, okay, ich mache denen mehr Schaden, die keinen Helm mehr haben. Okay. Kann ich ihnen denn vielleicht durch einen Sprung ihren Helm... Ah, das kann sein. Dass ich ihnen durch einen Sprung den Helm vielleicht wegnehmen. Kann ich testen mal kurz an dem hier einfach mal? So. Es scheint so zu sein, ja. Weil Hammerangriff gerade mit Paper Mario nicht funktioniert. Ja, okay. Das scheint offenbar so zu sein. Wartet. Okay. Mario, Mario, Paper Mario. Ja. Zack. Und Paper Mario. Und die ersten von denen sterben schon. Okay. Aber es sind jetzt erst die gestorben, die auch wirklich keinen Helm mehr haben. Weil die viel mehr Schaden nehmen. Okay. Also unser Ziel ist es eigentlich, zuerst ihre Helme ihnen allen abzukloppen. Ich will übrigens auch noch Münzen ein paar mehr haben. Erst ihre Helme alle abzukloppen. Und dann im Prinzip sie danach erst richtig schön mit harten Attacken zu treffen, weil sie erst dann wirklich viel Schaden nehmen werden. Aber der Trio-Tornado ist ja auch eine Sprungattacke im Prinzip, deswegen... Damit... Ja, eigentlich sollte ich am besten so eine Multi-Sprungattacke machen, aber da haben wir nur den Trio-Tornado momentan. Das andere klappt alles nicht. Flattercopter wäre natürlich schon auch ganz cool, weil damit kann ich halt auch allen Gegnern Schaden machen. Aber ich setze mal jetzt keine weiteren paar Attacken erstmal ein, außer vielleicht ganz am Ende, weil ich erstmal noch ein bisschen rumexperimentieren will, weil haben die nur zwei Angriffe oder haben die noch mehr? Okay, ja, die sterben auch relativ schnell. Aber es sind halt dafür 12 Gegner. Ah, es passiert was. Ach. Was? Die können noch mehr? What? Was war das denn jetzt? Jetzt sind sogar mehr als am Anfang. Okay, ich sollte den Kampf doch nicht unterschätzen. Ich habe mir schon gedacht, das ist ja viel zu... Was zum Teufel war das jetzt? Was zum... Ich habe mir schon gedacht, das ist ja viel zu einfach, der Kampf. Aber... Ja. Die sind jetzt noch mehr als am Anfang. Okay. Und jetzt habe ich wieder auch mehr Angriff mit Paper Mario. Ich weiß nicht, soll ich doch mal einen Trio-Tornado einfach mal machen? Das ist... Okay, also ich muss... Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich einfach es doch... Vielleicht ist es das Prinzip von dem Boss, dass ich es schaffen muss, alle mit einem Schlag zu besiegen. Das kann ja sein, dass es so funktioniert, der Kampf. Weil die ansonsten immer wieder neue rufen können. Hm. Ja, okay, der ist doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ich mach's doch mal einen Trio-Tornado. Ja, der will es aber auch Ewigkeiten dauern, weil ich muss jetzt... 13 Papierstücke von denen erstmal treffen und durch 4 Ringe durchfliegen. Also wir werden jetzt ein bisschen weit nach unten fliegen. Ich hoffe, ich erwische alle oder die meisten zumindest. Aber das wird jetzt ein bisschen dauern, der Angriff, glaube ich. Ja. Ja, aber es lohnt sich, weil das wird unendlich viel Schaden den allen machen. Auf jeden Fall. So, geht auch gleich los mit den ersten paar Papierschnipseln. Die sind auch wieder... Das ist immer das Problem irgendwie, wenn ich die Attacke bei Bossen einsetze, weil halt Bosse... Oh Gott. Bosse grundsätzlich etwas größere Gegner sind und ich deswegen... leichter die Schnipsel dann verpasse oder halt nicht sehen kann, weil eben die da vorne alle im Weg sind. Das ist ein bisschen doof wirklich an der Attacke, dass die Sicht eingeschränkt ist, wenn man zu viele und auch zu große von den Papierschnipseln hier schon eingesammelt hat. Aber es ist trotzdem nicht so schlimm. Okay, dann den hier noch. Und Ring, komm her. Ganz, ganz wichtig, den Ring auf jeden Fall, ja. Und auch noch dich. Und noch dich und passt alles. Perfekt, okay. Und damit... Okay, super. Nee, andersrum. Gut, super, exzellent. Ich hab's verwechselt, egal. Auf jeden Fall richtig mega viel Schaden machen wir den allen. Yeah, oh, Alter. Okay, nur noch zwei von denen leben, wow. Wir hätten sogar schon fast alle direkt umbringen können. Oder, leben nur noch zwei? Tatsächlich, ja. Aber er holt wieder neue. Wie viele neue? Nicht so viele, okay. 10 fliegen mit A, okay, das war auch eine Mission. Ich muss also schaffen,
so schnell wie möglich diese besiegen, weil nach jeder, also entweder nach jeder Runde, wenn sie wieder dran sind, oder sogar nach jedem, nach jeder Attacke von mir, können sie wieder neue Gefährten holen. Okay. Also ich muss wirklich viele Attacken machen, die... Oder halt, ich muss schon einige Attacken machen, die viele Gegner treffen können. Ja, es ist okay. Aber ich will trotzdem erst mal ausprobieren. Ich will jetzt noch nicht sofort alle killen. Nein, ich will noch kurz warten. Ich will jetzt noch kurz testen, ob der wirklich nach jedem einzelnen Angriff neue Typen holen kann. Weil das wäre ein bisschen fies sogar, finde ich. Das will ich jetzt noch kurz ausprobieren. Und wenn ich das herausgefunden habe, dann werde ich ihn versuchen zu töten. Er holt immer wieder neue, ja. Nach jeder einzelnen Attacke sogar. Das ist fies. Okay. Das heißt, dann werde ich jetzt keine Gnade mehr haben und richtig starke Attacken machen. Und zwar mit allen meinen drei Leuten. Ja, ich mache erstmal einen Fluttercopter, weil der ist auf jeden Fall richtig schön, auch weil er halt alle Gegner auch treffen kann. So, bitte ein Exzellent. Natürlich. Ich hasse es. Ach Gott, ey. Weil ich habe den Fluttercopter auch schon in Tümchen Boss oftmals nicht gekonnt. Irgendwie, ich bin da zu schlecht dafür, keine Ahnung. Ich will den mittleren am besten treffen, aber nicht einen von denen hier, weil die haben schon ihren Helm eh abbekommen. Den hier. Bam! Ist ja schon okay. Also, jetzt habe ich doch den getroffen. Ach, keine Ahnung. Jetzt sind sie sauer. Ach so, es ist... Okay, jetzt kommen 16 gleichzeitig. Ne, ich glaube, es ist doch an. Oh nein, noch ein Papierflieger oder Bumerang-Angriff oder so. Papierflieger, ja. Oh Gott. Aber die können auch wieder Paper Mario angreifen. Oh nee. Nein, nein, spring! Oh Gott. Okay. Luigi. Was zum... Okay, das schaffen die auch alleine. Oh Gott. Wann können die... jetzt greift die Paper Mario, glaube ich, an. Ja, okay. Und jetzt wieder Mario. Gut. Nein, das war zu früh. Ne, das passt noch. Okay, ja. Das können sie alleine. Ja. Gut, passt alles. Okay, das war nicht einfach. Und? Bam, 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 bam. Alle drei... Ja, nee, der eine überlebt noch. Okay. Ja. Ich glaube, der Boss funktioniert doch anders, als ich denke. Vielleicht ist es einfach so, dass es einfach eine Gesamtzahl von Chucks gibt. Vielleicht 50 oder so. Und ich muss einfach alle von denen halt killen und dann sterben die halt, ne? Jetzt habe ich auch nicht mehr genügend BP natürlich. Ja, super. Das kann natürlich auch sein, dass es so ist. Das weiß ich nicht. Das wäre sogar eigentlich... wahrscheinlicher, habe ich das Gefühl, dass es so ist. Aber vielleicht ist es auch doch so, dass wenn ich schon am Anfang in ihrer ersten Phase, wenn sie nicht sauer sind, wenn ich da schon es schaffe, mit einer Attacke alle zu besiegen, dass ich dann halt auch schon gewonnen habe. Aber ich glaube, es gibt eine feste Anzahl. Also es gibt nicht unendlich viele, die danach kommen können. Ich glaube, es gibt eine feste Anzahl von diesen Chucks hier. Und ich muss halt es schaffen, die alle zu killen. Aber jetzt kommen noch keine neuen mehr. Das sind jetzt offenbar die letzten, die es noch gibt. Okay, also es gibt wirklich eine feste Anzahl, wie es scheint. Ja, okay. Dann ist Kanonenkugel stoßen, weil das dürfte auch unendlich viel Schaden machen, den allen. Also einer wird sowieso sterben, wenn ich den voll treffe, und die anderen aber durch die Schockwelle hoffentlich auch. So. Ich will am besten natürlich einen Exzellent haben. Also, einen Sturzflug. Oh Gott! Okay, passt noch. War nicht ganz perfekt, aber... okay, ich kann sogar mehrere gleichzeitig mit Exzellent treffen damit, wenn ich da schön herunterregne auf die. Das ist ja auch cool. Okay, sehr schön. Oh Gott. Okay, die haben jetzt sogar noch neue Angriffe. Wenn sie alleine sind. Ich will noch mal einen Geisterkeks verwenden. Ja, weil die haben noch neue Angriffe. Und ich will jetzt noch kurz testen, ob sie noch einen weiteren haben. Tut mir leid, aber ihr wisst ja, ich will das mal genau herausfinden. So. Den kennen wir aber schon. Okay. Ja, das ist mir vorhin auch schon mal aufgefallen. Wenn die unterschiedlich schnell... Ah, das ist ja witzig. Wenn die unterschiedlich am Anfang hochspringen... Dann kommt die auch unterschiedlich angerannt. Ja, okay, alles klar. Okay, Paper Mario. Zack, sehr schön. Aber ich glaube, das waren jetzt alle ihre Angriffe, die sie noch haben. Vielleicht machen die auch den Angriff jetzt einfach nur, weil sie halt nur noch so wenige sind. Weil den weil für den anderen Angriff, wo sie sich hin und her getauscht haben, haben sie ja 9 Leute gebraucht. Das haben sie jetzt gar nicht mehr. Das ist quasi derselbe Angriff, den wir schon gesehen haben. Aber er klappt halt nicht mehr mit so vielen, weil nicht mehr so viele da sind überhaupt. Ich glaube, das ist der Grund. Ja, okay. Ja, ich mache mal noch eine Feuerblume. Also ich sollte eigentlich zuerst ihre Helme abziehen ihnen, aber ich komme gerade irgendwie nicht wirklich zu einer Sprungattacke und ich habe auch irgendwie keine Lust dazu, eine zu machen. Die werden ja auch so sterben. Ich meine, ist ja nicht so, als würden die, wären die so unbesiegbar. Die haben halt einfach eine höhere Verteidigung, aber die werden so auch früher oder später sterben. Feuerblume ist zwar jetzt nicht so mega stark, aber trotzdem macht ein bisschen was an Schaden und reicht schon für 2 weitere aus. Perfekt. Und Mario wird sich dann um den hier kümmern. Der dürfte jetzt auch auf jeden Fall sterben. So. Jetzt ist die Frage... Wie ist denn das mit den Erfahrungspunkten jetzt gewesen? Was ist nämlich... Was ist jetzt los? Nein, er kann immer noch neue holen. Okay. Das ist ja blöd. Warum konnte er jetzt noch neue holen? Kann der auch wieder neue holen? Nein, was macht der? Okay. Nee, dieses Mal nicht. Okay, der wird jetzt auf jeden Fall sterben.
Habe ich jetzt wirklich, habe ich einfach für jeden einzelnen Football-Chuck einfach 10 Erfahrung oder ja, ein bisschen mehr, 30 Erfahrungspunkte oder noch mehr, 40, 50 bekommen oder so, vielleicht, keine Ahnung. Oder kriege ich nur für den letzten alle? Weil, ich meine, ich habe noch ein paar, ich werde es mal einsetzen hier, weil nicht, dass ich jetzt nur für den letzten hier alle kriege. Weil das wäre natürlich cool, wenn das funktionieren würde, wenn das wirklich so wäre. Ich glaube es nicht. Ich glaube schon, dass ich für jeden Einzelnen bekomme. Aber mich würde auch echt interessieren, was passiert, wenn ich schon in der ersten Phase es schaffe, mit einer Attacke alle zu besiegen. Weil es geht auf jeden Fall. Das ist nicht mal so schwierig, ehrlich gesagt. Das kann man definitiv schaffen. Mich würde interessieren, was dann passiert. Das können wir dann vielleicht mal in der Kampfarena testen, wenn der Bosskampf dann auch mal auftaucht und wir dann viel höher gelevelt sind. Und ich dann total OP bin, dann kann ich das nochmal ausprobieren. 4800. Das war sehr viel. 4800, ich weiß nicht, war das jetzt wirklich so? Kriege ich nur für den letzten Erfahrungspunkte? Na, ich glaube es eigentlich nicht. Ich meine, 4800, also die Hälfte, 2400, ist natürlich auch eine schöne Zahl. Und ich meine, ja, wie soll ich sagen, wenn man so viele Einzelerfahrungspunkte für die ganzen Football-Chucks kriegt, ist es unwahrscheinlicher, dass da eine schöne Zahl dabei rauskommt. Deswegen, ich weiß nicht. Vielleicht war es wirklich, ich weiß nicht. Wir kriegen zwei Level-Ups. Was zum Teufel? Nehmen wir es da was? Ich glaube, es war wirklich so. Ich glaube, ich krieg wirklich nur für den letzten die Erfahrungspunkte. Weil, dass ich hier zwei Level-Ups bekomme, das kann eigentlich gar nicht sein. Anders, weil, also es ist für einen normalen Boss, wenn ich keine Erfahrungs-Plus-Dinger einsetze, dann kriege ich nicht mal ein ganzes Level-Up oftmals. Also gerade so vielleicht eines. Aber wir haben jetzt zwei mit Mario bekommen. Mit Luigi vielleicht nicht, weil der nicht so viele Erfahrungspunkte von Haus aus hatte wie Mario. Doch mit ihm auch. Ja, ich glaube, es war wirklich so. Das ist so übertrieben, wir sind so stark jetzt, das ist heftig. Ich glaube, es war wirklich so, dass nur der Letzte alle Erfahrungspunkte gab. Oder? Ich weiß nicht. Das ist echt, das ist sehr interessant. Auf jeden Fall auch ein cooler Bosskampf, definitiv, weil das war halt so ein Bosskampf, wie man ihn ganz, ganz selten sieht. Ich meine, es ist oftmals so, okay, Peppermint kriegt nur eins. Es ist oftmals so, dass halt Bosse andere kleine Typen herbeibeschwören können. Aber dass quasi der ganze Boss nur kleine Viecher sind, aber halt viele von denen. Das ist schon was Besonderes, finde ich, aber was sehr cool ist. Also, auch ein schöner Bosskampf wieder, definitiv, aber ich meine, das muss ich ja nicht jetzt noch häufiger erwähnen, weil die Bosskämpfe hier in dem Spiel sind einfach absolut erste Sahne. Das ist einfach definitiv so. Also, ich finde wirklich, dass die Bosskämpfe hier in Paper Jam Bros. Die besten sind von allen Mario und Luigi bisher, und zwar mit ziemlich viel Abstand sogar. Also, die Astrium Team Bros. Sind natürlich, die Astrium Team Bros. Sind auch cool, klar, aber die hier in Paper Jam Bros. Sind nochmal cooler, finde ich, weil die sind ein bisschen schwieriger oftmals, auch als der gerade eben war jetzt schon ganz gut machbar, finde ich. Aber ansonsten, wie soll ich sagen, die haben halt alle so coole Attacken und so coole Strategien, wie man sie besiegen kann, und das liebe ich einfach. Deswegen wirklich, die Bosses hier sind so toll, finde ich echt. So, ich hau mal wieder ein bisschen was raus, damit es schneller geht. Ich mach jetzt mal ein Bomben-Derby wieder, weil Bomben-Derby ist gegen 3 von 4 Gegnern hier sehr effektiv. Und deswegen ist, glaube ich, keine verkehrte Idee, das jetzt rauszuhauen, das wollte ich sagen. So, und bam, exzellent. Und das Leben auch nur noch 2 und die haben auch schon ein bisschen Schaden bekommen. Passt also. So, mit dir mache ich mal. Ja, eigentlich wäre ein Sprung jetzt auf den Spike besser. Ich mache trotzdem Hammer, weil der Spike hält eh nicht mehr so viel aus, glaube ich. Weil die Spikes haben nicht so viele KP. Und bam. Er hat es noch knapp überlebt, aber beim nächsten Mal wird er sterben dann. So, Luigi macht dann einen Angriff auf den Poki. Der wird vielleicht sogar auch noch überleben. Mal gucken. Ne, der stirbt. Und der Spike will jetzt gleich durch den Konter sterben. Und er macht auch einen Hammerangriff. Perfekt. Und das war's auch schon. Okay. Gut. Und wir kriegen Papierspike aus, weil das ja schon. Wir kriegen dafür 328, kein Vergleich zu 4800. das ist schon echt heftig, muss ich sagen. Das ist schon wirklich sehr, sehr heftig. So, hier ist noch ein Block für Paper Mario. So, mit 100 Münzen, sehr schön. Und da unten geht es dann zu den Trippeltruppen wieder zurück, ja. Aber ich will jetzt erstmal noch, ich will erstmal den Part beenden dann gleich und ich will nochmal kurz gucken, was wir jetzt schon alles hier gefunden haben, was noch fehlt. Es fehlen noch 4 Blöcke. Also wir haben noch 2 Blöcke gesehen im vorherigen Gebiet, wo wir noch nicht hinkamen. Aber es fehlen danach noch 2 weitere. Ja, mal gucken, ob wir die noch finden werden. Bohnen fehlen nur noch 3, das wird hoffentlich passen. Ja, genau, es passt auf jeden Fall. Die haben wir ja schon gesehen da oben, genau, auch. Aber dass noch 4 Blöcke fehlen, ist vielleicht ein bisschen zu viel, ich weiß nicht. Aber wird schon hoffentlich trotzdem so irgendwie passen, denke ich mal. Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's für diesen Part von Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren.
Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten. Wenn es hier weitergehen wird, werden wir zurückgehen werden in die Trippeltropen, in die Katakomben und dann dort diesen Bowser-Chip einsetzen werden bei dieser ominösen Tür. Und dann da vielleicht eine Abkürzung haben zu Bowsers Festung oder so, keine Ahnung, werden wir dann schon alles sehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.